Willkommen zu Assassin's Creed 3. Und wir machen wieder Siedlungsmission. Ey, schön. Es hört nicht auf. Aber das ist doch cool. Unterwegs können wir ein paar Stunts machen. Und dann nennen wir das Spiel Tony Hawk's Pro Skater 3. Connor! Lust auf ein Spiel? Mich besiegst du ja doch nicht! Oh ne, bitte nicht. Nicht irgendwelche Minispiele hier, das brauche ich nicht. Ich sehe, vertragt ihr euch wieder. Oh ja, wir gehen uns immer wegen irgendwas an die Gurgel, doch meist vertragen wir uns am Ende wieder. Der Gedanke, dass meine Familie in Gefahr ist, hat mich kalt erwischt. Und Terry weiß, dass er mich nie besiegen könnte. Du Ratte! Er hat diese Boltsbahn gebaut, damit er mich bei irgendwas schlägt. Das klappt bloß nicht, was, Terry? Ich lag in Führung, bis Connor vorbeikam. Sicher warst du das. Eine coole Synchronsprecherstimme. Ist auch eigentlich schon bekannt. Wie spielt man das? Ah, okay. Oh, dann fangen wir mal so an, ne? Also, hier. Oh, machen wir da. Aha. Das ist sowas wie dieses Curly, oder wie auch immer man das nennt hier, dieses, man nimmt so einen riesigen, komischen, beschwerten Stein, wischt mit einem Besen vorne und drunter ist Eis und dann schmeißt man das in einen Zielkreis. Ich kenne sowas nicht hier. Ja, yeah, ich habe einen Punkt. Ist bestimmt gut. Du tust mir fast leid. Du tust mir fast leid. Vielleicht soll ich auch beide treffen hier. Das sollte reichen. Sehe ich nicht so. Yes. Gewonnen. Vielleicht nächstes Mal. Ja, wow, krass. Ist heftig. Ich bin sowas von begeistert. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Das reicht. Haben wir da schon 2 Punkte? Das ist ein bisschen unfair. Es hat ja nur noch 1 Punkt. Hm. Jetzt habe ich den Punkt wieder. Das erhöht den Druck. Ja, ich finde den Druck wirklich awesome. Danke. Dann brauche ich ja jetzt nichts mehr machen. Hey, das war unfair. Der, boah. Das kann man noch mal ändern. Kaching. Ja, die Spannung steigt und hier sehen Sie Gottfrieds ersten Wurf.
Und er macht natürlich dadurch den Punkt, weil er im nächsten der Kugel ist. Und nun ist Connor dran. Wir verfolgen mit Spannung seinen Wurf. Er setzt an. Welchen Plan wird er wohl verfolgen? Und er schiebt die Kugel weiter. Leider hat das noch nicht ganz gereicht. Die Kugel ist weiter links abgeprallt. Somit immer noch Godfrey mit 1:0 in Führung. Und der Wurf war super. Connor ist jetzt mit einem Punkt in Führung. Der wurde rausgeschoben. Aber es ist noch alles offen. Ja, könnte ein bisschen zu weit sein, der Wurf. Und der war zu weit. Man glaubt es nicht, das war schlecht. Dieser scheiß Köder, kann man jemanden abschießen? Yes. Damit kann ich leben. Wenn er meine Kugel jetzt nach hinten schiebt, bin ich immer noch in Führung. Seht ihr? Ja, cool. Alles gewonnen. Du hast es verdient. Ich habe es verdient, ja. Sind wir bald auch fertig? Es gibt eine taktische Ansicht. Okay. Es gibt auch einen geraden Wurf. Ah, okay. Dann machen wir mal so einen. Und machen wir mal so. Kennt ihr diese Wii-Spiele? Das ist doch ein Wii-Spiel hier. Das sollte reichen. Ich habe 6 Zuschauer im Stream. Die schauen sich alle gerade dieses spannende Match an. Ja, das kann ich aber auch. Das erhöht den Druck. Habe ich gut platziert, ne? Ja, er muss natürlich dann nur so machen. Aber das ist überhaupt gar kein Problem. Denn so komme ich auch an. Damit kann ich leben. Oh, sein letzter Wurf. Und er hat ihn verkackt. Ich danke für den Wettstreit. Ich kriege den Siegerpokal. Und der Gewinner ist Connor. Oder auch Kanin Tokon. Heißt er, glaube ich, ja auch. Das war 8 Minuten, nichts anderes hier. Oder 7 Minuten. Ja, cool. Ja, war lustig. Das war noch ein erträgliches Minispiel, aber es gibt auch schlimmere. Was haben die denn? Diese Zwischengespräche, die will ich jetzt nicht unbedingt machen. Die sind eigentlich uninteressant. Wenn ihr das machen wollt, kauft euch das Spiel selbst. Pferdetrog. Ach nee, ist das ein Kinderkrippe? Willst du es ihm sagen, Liebling? Ich bin schwanger. Herzlichen Glückwunsch. Mein Beileid. Das wurde aber auch Zeit. Es gibt da jedoch ein kleines Problem, fürchte ich. Nicht ein Arzt weit und breit. Nun, dann suchen wir einen. Ich kenne einen, der vielleicht herziehen würde. Sein Name ist Dr. Lyle White.
Ist lange her, dass wir ihn gesehen haben. Oh, aber versuch es bei seinem alten Haus in Boston. Alter, dieses scheiß Viech, ne? Diese Dreckshöhle da draußen. Wo ist das Viech? Ey, auch wenn ich jetzt desynchronisiert werde, aber ganz ehrlich. Kopf rechts. Das ist hier. Ey, so ein Viech hat keine Existenzberechtigung. Wo ist das? Mist, ist es da drin? Das kann ich nicht lesen. Gut, den Lehrling des Doktors in Boston finden. In Boston? Okay, dann Boston. Dann gehen wir mal mittig und reisen dahin. Ah, da ist es. Was haben wir da? Befreiungsmission. Nee. Die sind schon alle durch hier. Gut, dann gehe ich halt oben lang. Ich wollte eigentlich geradeaus, aber... Ah, ist gut gegangen. Dr. White? Nein, er ist der Trunkenbold hinter der Ecke da. Sollte er euch zuhören, sagt ihm, ich kündige. Er macht nichts als Ärger. Das wird mir langsam zu gefährlich. Ich habe Familie. Dann probiert Baileys Helles Ale. Ihr bekommt es in ausgesuchten Schenken in der Stadt. Den Doktor finden. Dann folgen wir den doch mal. Wörter? Glaubt ihr etwa alles, was in der Zeitung steht? Ist das nicht etwa... Ist das nicht Dings? Ich habe nicht... Hey! Mein Name ist Connor. Und wie kann ich dir helfen? Noch ein Zitat für die Zeitung, um es gegen mich zu verwenden. Ich mache dir ein Angebot. Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der Doktor, den die Briten in der ganzen Stadt verleumdet haben. White Death? Nicht? Freunde gaben mir deinen Namen. Warren und Prudence. Prudence ist schwanger und braucht die Hilfe eines Doktors. Prudence ist schwanger? Die haben es seit Jahren probiert. Vielleicht ist ein Tapetenwechsel genau, was ich jetzt brauche. Haben wir uns gerade einen Arzt eingekauft? Schön. Beize. Neuer Plan erhalten. The Bates. Wird nächste Woche eine neuartige Drechselbank präsentiert. Kommt und bestaunt dieses... Okay. Steht da jetzt? Dr. White verteilen ist fertig.
Gentlemen. Ich glaube, das war's denn da, ne? Kommen wir da wieder zurück. Gehe ich doch direkt wieder hier. Der wird doch. Der steht doch bestimmt bei deren Haus gerade. Boah, mal ganz im Ernst, diese Siedlungsmission, die vermehren sich wie die Karnickel. Das werden ständig mehr. Wir machen erstmal die Prudence-Geschichte fertig. Das ist auch mal eine Abwechslung, muss ich sagen, diese ganzen Siedlungsmissionen. Das ist nicht immer das Gleiche. Ist er gesprungen. So, und schon sind wir da. Seht ihr, dauert nicht so lange. O'Connor, hast du einen Moment? Ja klar, hast du schon Rückenschmerzen? Es geht aber schnell. Schweinehirte? Oh, was kommt jetzt? Schweine ins Lager bringen oder was? Was gibt es, Prudence? Tut mir leid, dich damit zu belästigen, aber Warren ist mit unserer Ernte auf dem Markt in Boston. Könntest du das Vieh zusammentreiben? Oh. Ich hab's versucht, aber das Kind in meinem Bauch nimmt mir den Elan. Natürlich. Ich kümmere mich darum. Wie alt ist denn das Kind? Das ist doch gerade mal Minuten, Stunden alt. Das ging ja wirklich schnell. Wenn die jetzt schon so einen Bauch hat. Hopp! Da lang! Wo lang? Wo soll das Vieh eigentlich hin? Nicht da! Pferche treiben. Da oben? Ach, da! Okay. Hey. Stopp. Zurück. Flinker als sie aussehen. Eigentlich sind Schweine sogar ziemlich schlau. Was ich nicht alles auf mich nehme. Ach. Okay, das könnte eine Weile dauern hier. Na los, ab in den Pferd. Einer ist drin. Ich hoffe, ich gehe nicht von selbst irgendwie wieder raus. Hopp, hopp, da lang. Hey, falsche Richtung. Nicht da. Flinker als sie aussehen. Dass ich nicht alles auf mich nehme. So. Jetzt habe ich die. Danke sehr, Connor.
Das hätte ich allein nicht geschafft. War mir ein Vergnügen. Geht es dir gut? Oh ja, ich könnte nicht glücklicher sein. Warren und ich haben so lange darauf gewartet. Und um ehrlich zu sein, es gibt keinen besseren Ort, eine Familie zu gründen. Sehr schön. Oh, jetzt haben sie eine Mühle. Was ist mir ran? Stufe 3? Gut, dann kommen wir uns ja Norris widmen. Ich wette, da hören wir das Ergebnis der, sagen wir mal, Kontaktaufnahme zwischen ihnen und Miriam. Norris, ich bin wieder da. Kein gutes Geschenk. Kein gutes Geschenk, das hätte ich mir fast gedacht. Schlechte Neuigkeiten, sie mochte die Blume nicht. Sie ließ sie links liegen. Tja. Aber Prudence war sich sicher. Ich wusste, Miriam ist nicht der Typ für Blumen. Ich nehme mich dieses Rätsels selbst an, Norris. Na gut, aber sie darf dich nicht sehen, sonst hält sie mich für sonderbar. Ich glaube, Connor hat schon ihn so ein bisschen nachgemacht. Bei der Suche nach den perfekten Geschenkideen nicht erwischen lassen. Das heißt, es wird eine getarnte Mission. Wo ist denn das weg? Das ist ja richtig weit weg. Das ist ja am anderen Ende. Na super. Ah. Das lasse ich mal noch in der Folge drin. Das heißt, ich muss mich anschleichen. Nee. Diesmal gehe ich außen rum. Und lass mich nicht erschrecken. Ein Auge muss ich auch gleich auf die Festplatte werfen, aber ich riskiere es jetzt einfach mal. Es wird schon gut gehen. Oh, bloß nicht erwischen lassen. Wenn ich da erwischt werde, kann ich den ganzen Weg nochmal laufen, habe ich das Gefühl. Gut, wie soll ich mich denn nicht erwischen lassen? Ich bin gar nicht in der Nähe gewesen. Jetzt ahnt sie was. Super. Con, warum schleichst du um mein Lager herum? Tue ich doch gar nicht. Ja, wie soll man noch einen Jäger manipulieren?
hinten am Baum kann man sich tarnen. Er hat irgendwie eine Möglichkeit. Damit meine ich den Baum hier. Ach, da hinten muss ich hin? Ach du Scheiße. Nee, dann bin ich hier falsch. Was machst du denn da? Die hat hinten Augen, wie sie sofort sieht, dass ich da bin. Jetzt warte ich ab, bis die nämlich wieder da hinten bei diesem Pfosten ist. Dann kann ich mich da anschleichen und den Hinweis untersuchen. Ja, Gewürze darf man nie vergessen, also das ist ganz wichtig. Das Messer ist abgebrochen. Tja, schlechte Qualität, ne? Sie könnte ein neues Messer brauchen. Diese Klinge ist ziemlich stumpf. Sag das doch noch lauter in ihrer Gegenwart. Sie sitzt ja nur da vorne. Neues von neuen Erkenntnissen berichten. Wir brauchen ein Messer. Ja gut, verjagt ist natürlich auch wichtig. Boah, 400 Meter hin und zurück. Das ist eine Tortur. Das sage ich euch. Man merkt auch, ich bin langsam auch an dem Punkt angekommen, an dem ich nicht mehr so viel reden kann. Oh, Stream ist auch bald vorbei. Aber 40 Minuten schaffe ich, glaube ich, noch. Also bis 2 Uhr wollte ich eigentlich schon machen. Na well, Norris. Achtung, Schattenmoment im Eis. Mais. Eine Kuh. Ich habe tatsächlich Bratwürste gekauft mit Haltungsstufe 4. Also, es gibt sie doch. Man kann doch endlich die besseren Dinge kaufen. Wenn das jeder Mensch machen würde, dann hätten wir eine bessere Welt. Oris. Ich habe mich umgesehen und anscheinend braucht sie ein neues Jagdmesser. Iris hat schon bessere Tage gesehen. Ah, oui, das scheint schon eher zu ihr zu passen. Ich denke drüber nach. Merci. Wie sie das Merci jetzt Danke übersetzt haben. Gut.
muss warten, bis das weg ist. Ich kann hier auf die Karte. Jetzt. Ja. Es geht auch prompt weiter. Mit Prudenz. Oder nee, das ist auch Neues. Eine schöne Kette haben wir hier.